Die sind so fluffig. Shlomo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute möchte ich Zimtschnecken machen, aber statt Zimt mache ich mit Pistaziencreme Füllung. Und ich fange an mit dem Teig jetzt und danach mache ich dann weiter. Zuerst habe ich hier lauwarme Milch und Butter, geschmolzene Butter. Und hier ist halbe Hefe, halbe Würfel, wird darin so schmelzen. Und kommt Ei und kommt Prise Salz und Zucker. Lasse ich für eine Stunde jetzt gehen und danach mache ich weiter. Ja, und so, mein Teig ist verdoppelt und schon eine Stunde ist gegangen. Und ich werde jetzt ausrollen. Ein bisschen Mehl darunter. Das ist nicht viel, aber ein bisschen. So. Doch, hier habe ich geschmolzene Butter und das werde ich drauf schmieren. So, jetzt kommen die Pistazien drauf und ich werde so versuchen, auch gleichmäßig so zu schmieren, weil das ist ein bisschen schwierig wegen Butter, das rutscht immer. So, und hier habe ich gemahlene Pistazien, also ich habe selber gehackt. Und hier habe ich brauner Zucker. Das ist nicht so süß. Deswegen mache ich ein bisschen brauner Zucker noch drauf.
Hier habe ich ein bisschen gemahlene Kardamom, habe ich in der Mörser gemahlen und nach Belieben kann man auch so ein bisschen so drauf. So, das reicht. Und jetzt werde ich rollen. So, jetzt schneide ich. Aha. Ja. Nein, harte kommt scharfer. Aha. So. So, jetzt lasse ich die noch mal ruhen für ungefähr 45 bis 50 Minuten. So, hier habe ich ein Ei, ich streiche die mit Ei. Kommt in den Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze, bis die so ein bisschen goldbraun werden. Hier habe ich weiße Schokolade geschmolzen und dann mische ich die restliche Creme, Pistaziencreme rein. Jetzt kommen die Topping drauf.
Ja, und so sind meine Pistazienroll oder Zimtschnecken sollten die sein, aber mit Pistazien füllen. Die schmecken so lecker, die sind so fluffig, die sind einfach wunderbar. Ich muss eine so wegnehmen. Ja, lieber. Auch von unten sind die gut und die sind so weich und fluffig. Ja, und die genaueren Angaben werde ich in der Infobox schreiben und ihr könnt gerne nachmachen und mit euren Liebsten den Video teilen und ja, in den Kommentaren auch schreiben, wie ihr das gemacht habt oder wie euch geschmeckt hat. Die sind wirklich wunderbar. Sehr lecker und so fluffig und weich, kann man so wie Schwamm. Ja, und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.